Moin Leute, mein Name ist Johnny, aka SirDeadEd, und in diesem Video zeige ich dir, wie du den Bärenclan auf das nächste Level bekommst. Mit dem Clan bist du breit aufgestellt und kannst dich eigentlich jeder Situation stellen. Jetzt frage ich aber dich, welche Geheimtipps kennst du für den Bärenclan? Schreib es in die Kommentare und tauscht euch gerne miteinander aus. Jetzt musst du noch dranbleiben, um alles über den Bärenclan zu erfahren. Mit dem Bärenclan schauen wir uns wie üblich unsere Ausgangssituation an, anschließend eine Build, Lore und Upgrade Order und zum Schluss das Militär sowie Stärken und Schwächen des Clans. Der Clan ist sehr anfängerfreundlich, weil er dir hilft, gut zu überwintern. Er führt aber auch nur einen Stern in der Schwierigkeit, was aber nicht heißt, dass er schlecht ist. In den Bereichen Entwicklung und Militär kann er sich mit 2 Sternen blicken lassen. Für den Support bekommt er 1 Stern. Die Startboni vom Clan sind relativ simpel. Unser Nahrungs- und Holzverbrauch im Winter ist um 30% reduziert und unsere Einheiten sind im Winter etwas resistenter anstatt schwächer. Somit kann man als Bärenclan sehr gut im Winter angreifen. Außerdem können wir Kaija, den gepanzerten Bären, beschwören und eine Schildmaid, die unseren Helden ersetzt. Kaija heilt sich auf Gebieten mit Fisch und erhöht die Produktion von Fischerhütten. Unsere Schildmaid hat außerdem mehr Rüstung als normale Helden. Ab 200 Ruhm erhöhen unsere Helden die Produktion von den Gebäuden auf ihrem Gebiet um 15%. Ab 500 Ruhm erhalten wir 3 Ruhm für jede feindliche Einheit, die in der Nähe von unserer Schildmaid stirbt, und unsere Einheiten kriegen 1% mehr Angriffskraft 100 Ruhm. Außerdem kann Kaija ab sofort in feindliche Gebiete. Vorher konnte sie in neutrale Gebiete, aber nicht in feindliche. Unser Relikt Scabbard of Cram bufft unsere Schildmaid und gibt ihr 10% Angriff und Verteidigung. Dazu kommt ein On-Hit-Effekt, der Gegner und den Bereich um sie einfriert. Mit dem Bärenclan wollen wir früh unseren Kriegsbären Kaija holen, um unsere Echo zu boosten und uns auszubreiten. Dafür bauen wir nach dem Speercamp erstmal ein Haus, eine Holzfällerhütte und danach holen wir direkt das Trainingslager und bauen ein Nahrungsgebäude. Bei den Nahrungsgebäuden priorisieren wir Fisch wegen unseren Buffs mit Kaija. Unser gepanzerter Bär kostet uns nur Nahrung und Gold, wodurch wir ihn direkt holen können. Danach bauen wir ein Langschiff-Dock, ein weiteres Haus und eine Eisenmine, um Eisen für unsere Schildmaid zusammenzubekommen. Wenn wir uns ausbreiten, macht es auch Sinn, seine Gebiete so zu planen, dass in jedes Gebiet eine Kaserne reinpasst, damit wir unsere passive Fähigkeit Protector of the Land nach der Freischaltung optimal nutzen können. Heißt, lasst pro Gebiet gerne mal ein Gebäude frei, um Platz für die Kaserne zu lassen. Außerdem wollen wir verschiedene Produktionsgebäude im selben Gebiet bauen, um den 15% Buff ab 200 Ruhm optimal nutzen zu können. Und da wir nur 2 Helden haben, wollen wir eigentlich auch die ganze Produktion auf 2 Gebieten haben. Also gerne mal Markt und Nahrung zusammenbauen oder Holz und Nahrung und so weiter. So. Zurück zu Build Order. Jetzt bauen wir ein zweites Holzfällercamp und eine Schmiede. Mit upgegradeten Fischerhütten und dem Produktionsbuff brauchen wir nicht zwingend ein zweites Nahrungsgebäude. Zum Schluss bauen wir noch weitere Goldgebäude und so viele Kasernen wie möglich. Und je nach Situation eine Taverne, da die Zufriedenheit mit dem Bärenclan nicht so einfach ist, aber fürs Spiel trotzdem sehr, sehr wichtig. Unsere Lore Order ist etwas von der Map abhängig. Also wenn wir Zugang zu Fisch haben, holen wir etwas andere Lore, wenn wir keinen Zugang haben. Wenn wir Fisch haben, starten wir mit Sharp Axes und wollen so schnell wie möglich Harpoons holen. Also holen wir Sharp Axes, Colonization, Hibernation, damit heilen sich unsere Einheiten im Winter, und zum Schluss Harpoons. Mit Harpoons können wir Fischerhütten einen extra Arbeiter zuweisen und die Produktion ist um 25% gebufft. Anschließend gehen wir den mittleren Strang entlang auf Protector of the Land. Damit kriegen wir plus 1 Zufriedenheit für jedes Gebiet mit Militärsgebäude. Danach holen wir Yord's Blessing für das extra Eisen und Stein. Und anschließend Shield Mastery und Legendary Heroes. Mit Shield Mastery wird das Upgrade für der Schildträger-Einheit kostenlos und die Einheit an sich kriegt einen 5% Buff für Resistenzen. Zum Schluss holen wir noch Military Strategy, Baldur's Blessing und Recruitment. Wenn wir jetzt keinen Zugang zu Fisch haben, ist das Ganze etwas schwieriger zu spielen, da man einen größeren Fokus auf Echo legen muss, weshalb wir erst auf Mining Efficiency und anschließend auf Shipbuilding oder Coinage gehen. Anschließend gehen wir wieder den Militärstrang entlang, genauso wie vorhin, holen uns Yord's Blessing und zum Schluss, bis absolute Late Game, holen wir uns Sharp Axes, Colonization, Hibernation, Baldur's Blessing natürlich und Recruitment. Harpoons brauchen wir in dem Fall nicht. Unsere Upgrade Order fokussiert sich zuerst auf Nahrung und auf Gold. Also erstmal die Fischer und dann die Seefahrer upgraden. Anschließend holen wir uns das kostenlose Schildträger-Upgrade. Wenn genug Eisen da ist, können wir uns auch das Relikt holen. Unser Stein stecken wir in unsere Clanhütte, Nahrungs- und Goldgebäude sowie in Kasernen. Im Bereich Militär bevorzuge ich generell Legions mit dem Bärenclan, der da Pfad sehr gut mit unserem Wissensbonus synergiert. Sprich, wir kriegen dann pro Militärsgebäude Kampferfahrung und Zufriedenheit. Außerdem wollen wir unsere Gebäude upgraden, wodurch unsere Armee nochmals stärker wird. Im Free-for-All oder 1v1 mit Zugang zu einem zweiten Eisenvorkommen
kann man aber auch durchaus mal Leadership geben. Dann benutzt du dein Eisen für das Relikt und die Einheiten-Upgrades und baust eine unaufhaltsame Armee aus Schildträgern und Axtwerfern. Probier gerne mal beide Wege aus und schreib mir dann in die Kommentare, mit welchem Pfad du besser spielen konntest. Da ich für gewöhnlich Legions gehe, würde mich das echt interessieren. Die Stärken des Clans sind auf jeden Fall die Ecke und die militärische Stärke im Winter. Durch diesen Vorteil kann man im Winter durchaus den finalen Streich machen und den Gegner in die Knie zwingen. Dazu kommt das einfache Einsetzen der Schildträger. Die Schildträger gepaart mit Axtwerfern von dir oder deinen Verbündeten machen den Sack dann zu. Zu den Schwächen gehört leider die Anfälligkeit im Sommer und die Abhängigkeit von Fisch. Das ist so gemeint, dass der Gegner gewöhnlich im Sommer angreift, wo du selbst deine Buffs nicht nutzen kannst und ohne Fisch einen harten Start haben wirst. Außerdem kann man die Schildträger mit einfachen Kriegern leicht kontern. Gegen den Clan kann man definitiv den Wolfsland spielen, um ihn zu rushen, bevor er stark wird. Eine weitere Möglichkeit ist es, den Clan Echo-mäßig mit dem Ziegen- oder Eichhörnchen-Clan so zu outscalen und am Ende des Tages mit dem Guardian-Pfad sich so zu verteidigen, dass man eine bessere Echo und auch noch eine bessere Armee hat und danach zum finalen Schlag ausholen. Der Bären-Clan braucht sich keineswegs verstecken. Er ist perfekt für Einsteiger, aber auch für erfahrene Spieler. Also wenn man den meistert, wird er immer besser und es macht einfach super Spaß, ihn zu spielen. Und am Ende des Tages spielt nicht nur die Komplexität eines Clans hinzu, sondern auch der Spielspaß. Ich hoffe, dir hat der Guide zu Byakki gefallen. Hier rechts findest du jetzt noch den Guide zum nächsten Clan.